Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr könnt sehen, worum es sich handelt. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste es mir einfach jetzt schon kaufen. Das Triforce hat mich angezogen. Eigentlich wollte ich mir das Ding ein bisschen später kaufen, aber ich habe mir gedacht, komm, hol's dir jetzt. Es ist eine Limited Edition und später kostet das Ding wahrscheinlich 50 oder 100 Euro mehr. Ja, warum ist es eine Limited? Ganz einfach, erstmal wegen dem mega coolen Design hier. Freue ich mich ganz besonders darauf, das gleich mal so in echt zu sehen, weil ich habe es nur von Bildern bisher gesehen. Und dann ist hier noch ein Spiel mit dabei. The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ja, wunderschön. So viel dazu. Ich habe eigentlich von Nintendo noch ein Testmuster erwartet zu diesem Spiel. Allerdings gingen die Testmuster heute erst raus, am Freitag. Also wird das Ding wahrscheinlich erst Dienstag, Mittwoch bei mir ankommen. Und ich wollte hier beides halt zusammen auspacken, was jetzt nicht geklappt hat. Deswegen sparen wir uns das Spiel und packen halt nur das hier aus. Und es gibt hier natürlich noch was zu gewinnen. Da ich ja ein Testmuster bekomme, habe ich dieses Spiel zweimal. Und ihr habt die Möglichkeit, den Download-Code zu gewinnen, der sich hier drin befindet. Was ihr da machen müsst und so weiter, erkläre ich dann zum Ende hin, würde ich mal sagen. So, schauen wir uns das hier mal an. Ist hier irgendwas anderes drauf als bei den anderen Kartons? Scheint nicht so. Wobei, das sieht ganz schick aus. Ja, und dass er eine Delle hat. Ich hoffe, der 3DS ist nicht kaputt. Und nein, ist nicht vom LKW gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, den hätte man ruhig ein bisschen schöner gestalten können, den Karton. Da hätte ich mir den wahrscheinlich auch irgendwo hingestellt. Naja, packen wir das Ding mal aus. So. Und hier so. Wunderschön. Und da fliegt uns auch schon die Hälfte entgegen. Einmal Anleitungskram, den lege ich kurz mal hier hin. Und ja, den holen wir gleich raus. So, mal einen kurzen Blick hier drauf. Nicht, dass man irgendwelche Codes erkennt. Das wäre ein bisschen doof. So, das lege ich mal hier hin. Hier ist Anleitungsquatsch drin. Brauchen wir uns jetzt nicht geben. QR-Karten. Ja, auch immer wieder schön. So, dann haben wir hier einmal einen Club Nintendo Code. Keine Ahnung wofür. Ich guck mal rein, ob das jetzt... Ja, ich glaube, das ist der PIN vom 3DS. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich guck mal kurz. Ach, ich habe keine Lust zu gucken. Gucke ich nachher nach. Und dann haben wir hier auch noch den Download-Code von The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ich habe das hier jetzt mal so ein bisschen umgeklappt. Da, zum Beweis. Da ist ein Code mit drin. Aber leider kein Booklet oder so. Das ist halt auf verschiedenen Sprachen nochmal und ja, Rückseite. Ja, nicht gerade schön, aber naja, Download-Code eben. So, dann kommen wir mal zum Handheld, nämlich dem Nintendo 3DS XL. Machen wir es mal ein bisschen episch. Wow. Ach du Kacke. Oh Gott. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Oh Gott. So erkennt man es nicht, aber so, okay. Ja, hier haben wir mal das goldene Triforce und hier unten auf der Rückseite ist so, ja, das Schatten-Triforce, wenn man das so nennen möchte. Sehr, sehr schön, immer noch in diesem, ja, matt gehalten, wie man das von dem XL kennt. Also nicht dieses Hochglanz. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schaut mal rein. Wow. Ach du Scheiße. Oh Gott. Also ich glaube, das kommt nicht mal ansatzweise im Video rüber, wie ich das gerade in ja hinter der Kamera empfinde. Also wenn ihr mal die Chance habt, den 3DS XL in dieser Zelda Edition im Laden zu sehen, schaut euch den an. Oh Gott, sieht der gut aus. Ja, hier Lautstärkeregler, ist in schwarz gehalten. Ich finde diesen Button hier, den hätte man ruhig Gold machen können, auch hier vom 3D-Regler. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, die Zelda Edition vom kleinen 3DS, da war der Regler Gold. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass er hier nicht so ist. Und was ist hier auf der Linse? Ja, wahrscheinlich hier vom Styropor-Kram. Ja, Knöpfe in schwarz, finde ich ganz gut. Hier unten die Leiste ist auch in Gold gehalten.
sehr, sehr schön. Ja, also ich bin wirklich begeistert vom Design. Richtig stark. Also Hut ab. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das soll es dann vom Unboxing gewesen sein. Wir widmen uns... Das passt sogar. Hammer. Ach, lasse ich das mal so. Wir widmen uns jetzt mal dem Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich dieses Spiel hier gewinnen. Ich werde euch den Download-Code dann per privater Nachricht schicken. Ich hoffe, ihr kriegt dann auch irgendwie diese Nachricht, weil YouTube ist ja so ein bisschen buggy im Moment. Von daher, wir rechnen mit dem Schlimmsten. Was müsst ihr machen? Ganz einfach. Schreibt mal unten in die Kommentare, warum ihr dieses Spiel haben sollt. Warum solltet ihr dieses Spiel bekommen? Und ich werde nach meinem Geschmack die beste Antwort raussuchen, also die mir am besten gefällt. Also schreibt jetzt nicht sowas wie, ich möchte das Spiel haben, weil wegen ist so. Das ist voll Banane. Seid ein bisschen kreativ, denn die beste Antwort bekommt den Download-Code. Ich möchte jetzt nicht so ein aufwendiges Gewinnspiel machen, wo alle Leute in eine Liste reinkommen. Dann gehe ich auf random.org und ja, dann wird da zufällig einer ausgewählt. Ich wähle diesmal selber aus, der mit der besten Antwort bekommt den Download-Code. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, schaut mal unten in die Beschreibung. Da habe ich bestimmt was reingeschrieben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das Ganze wird... Wie lange läuft denn das? Fast wird der Code rausgerutscht. Das war ein Satz, der ein bisschen ekelhaft war. Den piepse ich jetzt mal nicht weg, egal. Ja, wie lange läuft das Ding? Ich würde mal sagen, eine Woche reicht vollkommen. Eine Woche Laufzeit und den Gewinner gebe ich bekannt, sobald das Gameplay zu Between Worlds erscheint. Ich werde ja natürlich auch ein Gameplay zu dem Spiel machen. Und ja, spätestens dann werde ich den Gewinner bekannt geben und wenn sich der Gewinner nicht melden sollte, ich werde ihn erstmal anschreiben, ob er überhaupt noch aktiv ist oder ob der gelöscht worden ist. Wenn er irgendwie nicht mehr erreichbar sein sollte, suche ich halt die zweitbeste Antwort raus. Also, ich werde auf jeden Fall im Video erwähnen, wer denn jetzt den Code bekommen hat. So, hier geht irgendwo ein Rauchmelder. Ich beende mal das Video. Es war, ist ja auch alles gesagt, was gesagt werden muss. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, unten in der Beschreibung. Viel Glück, seid kreativ. Ich bin gespannt, was ihr so zu schreiben habt. Das war's jetzt von mir. Wir sehen uns dann beim Gameplay zu diesem Spiel wieder. Bis zum nächsten Mal und... Haut rein! Thank you so much for playing my game. Bye, 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 bye.